so ein Spiegel, was junge Menschen gerade bei diesem Thema denken und welche konkreten Ideen sie haben. Und heute auch so die ersten Diskussionen waren doch sehr interessant. Junge Leute, wie sehen Sie Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wie sind Sie zufrieden mit dem Lehrplan, mit dem, was in Schulen gebracht wird? Also es ist eine gute Möglichkeit, mal unser politisches Handeln spiegeln zu lassen von jungen Leuten und mit neuen Ideen dann wieder an die Arbeit zu gehen. Also mir hat es sehr gut gefallen, diese Podiumsdiskussion. Ich fand gerade die Kontraposition von den SchülerInnen sehr gut. Es war total interessant und spannend. Auch wenn man nicht so in der Materie drin ist, ist das ein ganz gutes, ja, so ein Anfang von irgendwas. Wir hoffen halt diesmal, dass es nicht so ist, dass er hier weggeht und das alles so stehen lässt, wie es ist, sondern dann auch wirklich handelt und ja, einiges, was alle jungen Leute, glaube ich, hier gefordert haben, dann auch umsetzt.